Mädels, diese kleine Dame hier hat heute Geburtstag. Sie ist tatsächlich 3 Jahre alt geworden. Sie wird unsere alte Mausi, Mausi alt. Mausi, ja, du bist unsere alte, alte Mausi, ja. Und weil sie heute Geburtstag hat, bekommen sie einen Kuchen. Also Kuchen. Ich zeige euch gleich welchen Kuchen. Ich mache mir nämlich auch was zu essen. Und zwar werde ich eine Mischung machen aus Hackfleisch, Quark, werde das Ganze dann mit Wiener garnieren. Da ist bloß noch eine halbe drin, weil ich ein bisschen was auch als Futter reingetan habe. Und mit ein bisschen Käse. Und das wird sie dann bekommen. Und da nehme ich euch jetzt mit. Ah ja, und übrigens, gestern hatten wir Hochzeitstag, den 8. mittlerweile. Und ich habe Pralinen von meinem Mann bekommen. Und eine Weinschorle. Ich habe mich natürlich mega gefreut. Ich nehme euch einmal ein bisschen mit. Ihr seht zwar nicht viel, aber ich nehme euch mit. Willkommen zu einem neuen Tag, zu einer neuen Woche. Ich habe gerade den anderen Vlog beendet und habe von meiner Laparoskopie erzählt. Morgen ist Narkosegespräch, habe ich schon erzählt. Ich bleibe den halben Tag zu Hause und arbeite von zu Hause aus. Und dann habe ich den Termin und am Nachmittag werde ich dann wahrscheinlich weiterarbeiten. Meine Rettungswoche zieht auch um. Wir bekommen eine neue Rettungswoche, was Zeit ist, weil unsere alte Rettungswoche echt nicht die schönste ist. Und da haben wir noch ein paar Umzugskartons. Hat mir mich jetzt ein Kollege in Kleinanzeigen von unserer Stadt reingeschrieben, ob jemand Kartons hat, und ich habe Kartons noch im Keller stehen, die wo wir nicht brauchen, die wo einfach nur im Weg rumstehen, deswegen die werde ich morgen vorbeibringen. Werden Gutschein abholen, weil wir haben Gutschein bekommen durch den Hochwassereinsatz, wo wir ehrenamtlich mitgeholfen haben. Ich glaube, ich fahre morgen noch zur Action. Ich habe Bock, morgen zur Action zu fahren, weil da gibt es wieder so viele Weihnachtssachen und die habe ich noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, ich fahre morgen zur Action und irgendwas wollte ich noch machen. Zur Rewe, glaube ich. Zur Rewe wollte ich noch fahren, weil da habe ich einen Produkttest und den dürfte ich langsam mal holen. Genau. Es wird ein anstrengender Tag. Es wird ein anstrengender Tag. Obwohl ich zu Hause bin. Aber nichtsdestotrotz, das Wochenende wird wenigstens ein bisschen ruhiger. Ich suche mir aber auch immer Sachen zu machen, weil ich habe zum Beispiel jetzt am 6. Oktober möchten wir ein Pilotprojekt starten mit Erste-Hilfe-Kurse für Kinder. Also da werde ich dann Erste-Hilfe-Kurse für Kinder anbieten, ab dem Zeitpunkt, die wo so 2 Stunden, 3 Unterrichtsstunden dauern. Genau, einfach bloß so Grundlagen, jetzt nicht tief in die Materie rein, aber dass man mal ein Pflaster kleben kann, dass man mal einen Verband machen kann und wie man eine Person anspricht und so weiter, die am Boden liegt. Da bin ich sehr gespannt, wie das bei den Kindern ankommt, weil es ist halt leider so, ich habe eine JK-Gruppe und ich versuche neue Mitglieder zu bekommen, aber es ist echt schwierig, Mitglieder zu bekommen, und es wäre natürlich eine neue Möglichkeit, wo man ein bisschen Werbung machen kann, aber es mag natürlich nicht jeder in eine Gruppe extra, wo er dann alle 2 Wochen hin muss. Manche mögen vielleicht auch bloß so einen Tag machen, wo sie ein bisschen was lernen, und für das soll das eben sein. Genau, meine Bauchspiegelung, das habe ich euch erzählt. Wir haben tatsächlich unsere Klassen aufgeteilt, das heißt, ich weiß jetzt, wer alles in meiner Klasse ist. Ich kenne keinen Menschen. Wirklich keinen. Ich glaube, mit unserer Woche bin ich gefahren, als ich Probearbeiten hatte. Aber ob das tatsächlich die ist, ob sie die genommen hat, die mit mir gefahren ist, ich weiß es nicht. Nein, aber die kommen tatsächlich übernächste Woche schon.
bin ja schon ein bisschen nervös. Aber ich freue mich auch, aber ich bin nervös. Ja, bin sehr gespannt, wie es wird. Genau. Und was ist diese Woche noch so geplant? Maya hatte Geburtstag, da kann ich euch ein super süßes Video einblenden. Ich habe eine kleine Torte gemacht, habe ich euch ja mitgenommen. Und sie hatte keinen Durchfall. Wir haben damit gerechnet, dass sie, wenn sie die Torte frisst, Durchfall hat, aber nix. Gott sei Dank. Genau, also Maya hatte am Montag Geburtstag. Dienstag hatten wir Hochzeitstag. Unseren 8-Jährigen habe ich euch ja auch gezeigt, habe ich eine Weinschale von meinem Mann bekommen. Und Pralinen, Lindpralinen. Und er hat seine Wappenklassenpralinen bekommen. Und auch einen Wein, den wir miteinander getrunken haben. Genau, und morgen wollten wir eigentlich essen gehen, aber ich habe schon gemerkt, mein Mann hat da irgendwie auch nicht so Bock drauf, dass wir jetzt fortfahren, essen fahren, und deswegen werden wir uns morgen eine Pizza bestellen, einen Wein holen und Harry Potter zu Hause angucken. Ja, wir sind keine Ausgehmenschen. Wir verbringen es lieber zu Hause, es ist leider so. Ich habe auf jeden Fall, falls euch das interessiert, den die Biekendorf Adventskalender bestellt. Den hat mir die liebe Irene besorgt. Lieben Dank nochmal, Irene, dass ich ihn unboxen kann. Und ich bin da schon mega gespannt drauf, wie der ist. Genau, und ich habe jetzt den Parfüm-Adventskalender bearbeitet. Der ist jetzt online gekommen. Ich habe eine Temo-Kooperation, die habe ich gestern bearbeitet. Morgen wird wahrscheinlich ein Adventskalender kommen. Also ich habe echt volles Programm und ich weiß nicht, wo ich die Zeit noch hernehmen soll. Deswegen, ja, ich bin nicht stolz drauf. Gab es halt ungesundes Essen von Edeka. Ich war, Edeka, von McDonald's. Die haben mir aus Versehen 6 Nuggets zu viel mit reingepackt, aber ich beschwere mich nicht. Genau, ich war dann noch bei Edeka einkaufen, weil Maya Hundefutter brauchte. Wir hatten keins mehr. Und ich habe jetzt eins bei Amazon bestellt über dieses Abo-Programm. Das kostet normalerweise 50 Euro, war um 50% runtergesetzt und bekomme es jetzt auch um 15% billiger zukünftig. Und ich finde, das lohnt sich dann schon. Und ich finde auch, dass 50 Euro für 2 Monate Essen für Maya echt nicht viel sind. Es sind 15 Kilogramm weizenfreies Futter. Ich hoffe, sie mag's. Wenn nicht, muss ich es wieder abbestellen. Aber kann man ja alles machen. Ist ja nicht schlimm. Genau, das habe ich heute gemacht. Ich habe heute den Dr. Oetker Adventskalender bestellt. Falls euch der interessiert, kommt auch demnächst online. Ach ja, ich wollte noch sagen, was ich noch gekauft habe. Was habe ich bei Edeka noch gekauft? Irgendwie so Käseteile. Ich zeige euch schnell, was ich alles... Oh. Jetzt werde ich alt. Was ich alles gekauft habe. Also, einmal als Übergangsfutter habe ich von Happy Dog einmal dieses Nature Croc Lamm und Reis gekauft für Maya. Dann Streifen einmal wieder, weil die leer waren. Und dann, die habe ich letztes Mal probiert und die waren so gut. Und da waren tatsächlich die runtergesetzt. Auf 1,60 habe ich gleich 2 Packungen mitgenommen. Dann habe ich einmal mitgenommen, weil die auch runtergesetzt war, Edeka Herzstücke Lasagne Bolognese für 1,53. Und habe ich hier noch was mitgenommen? Ah ja, das gab's umsonst. Habe ich auch mitgenommen. Ab 15 Euro gab's das umsonst. Ich habe noch Bier mitgenommen für Samstag. Genau. Und Toilettenpapier, das hängt hier an der Tür. Denn Samstag werde ich versuchen, wach zu bleiben. Also Freitag versuchen, wach zu bleiben, weil mein Mann Spätschicht hat und erst um, keine Ahnung, 0 Uhr irgendwas nach Hause kommt. Und er hat da Geburtstag. Und da habe ich dann zum Anstoßen Bier gekauft. Münchner Hell Paulaner. Das hatten wir ja auch schon mal in den Boxen drin. Das mag ich relativ gern. Ich hoffe, mein Mann trinkt es auch gerne. Aber werden wir dann sehen. Genau. Das war's dann, was ich gekauft habe. Mehr war es nicht. Ich guck mal, morgen werde ich vielleicht, ich muss auf jeden Fall zur Rettungswoche die Kartons abgeben, vielleicht schaue ich noch zu Action, vielleicht schaue ich noch zu Rewe, vielleicht nehme ich da euch mit, viele vielleicht, aber ihr werdet es dann sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt den anderen Vlog bearbeiten und den auch noch online stellen und dann mache ich Schluss für heute. Aber heute gucke ich, dass ich wach bleibe, bis mein Mann kommt, weil ich morgen ja nicht so früh aufstehen muss. Weil ich ja nicht 40 Minuten in die Arbeit fahren muss. Genau, um 8 Uhr werde ich anfangen. Normalerweise stehe ich um 6 auf, aber dann stehe ich natürlich um 10 vor 8 auf, mache mir noch schnell den Kaffee und fange dann damit, also mit der Unterrichtsvorbereitung an. Denn ich habe tatsächlich schon den ersten Block geplant. Also nur zur Aufklärung, Notfallsanitäterausbildung, wir haben Blockschulung und wir haben, ich glaube, ersten 2 Lehrjahre 3 Blöcke und das dritte Lehrjahr, glaube ich, sind plus 1 oder 2 Blöcke, 6 bis maximal 8 Wochen Blockunterricht. Wo mir aufgefallen ist, für das, was die alles lernen müssen, ist es gar nicht so viel. Und es kommen immer mehr Themen dazu. Interessant. Ja, ich bin gespannt. Der erste Block ist auf jeden Fall geplant. Das heißt, ich habe im Endeffekt schon mal ein Achtel, Neuntel von der Unterrichtsvorbereitung geschafft. Aber da kommen natürlich auch noch mehr Aufgaben dazu. Schülerbetreuung, Praxisanleiter, an den Rettungswochen rumfahren und so weiter. Aber da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich freue mich drauf. Genau.
Ich melde mich die nächste Folge. Bis dann. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Ja, tatsächlich muss ich euch gerade mit meiner Frontkamera vom Handy filmen. Das ist jetzt leider nicht das Schönste, aber ich finde gerade meinen Osmo nicht. Ich habe eine Challenge fertig. Es ist wieder soweit. Und zwar haben wir, ich tue die jetzt hier so raus, die Challenge entweder oder fertig, tatsächlich, mit 129 Euro. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das auf jeden Fall so mache, dass ich die Challenge weitermache. Denn ich werde jetzt genau das Gegenteil tun. Also alles, was ich frei ist, werde ich einfach noch fertig machen. Ohne Trackathon. Und dann gucke ich, was da zusammenkommt. Aber dafür kommt es in den anderen Binder, nicht in den Challenge-Binder. Problem ist, dass das hier voll ist. Ich glaube, ich habe noch eine Folie. Ich muss euch jetzt leider ruckeln. Es tut mir leid. Hier habe ich noch eine Folie. Da kommt das einfach hier mit rein. Und dann wird die weitergemacht. Ich habe die letzten Wochen jetzt wenig gespart. Liegt einfach daran, dass ich gerade wenig Geld zum Versparen habe, da ich diesen Monat meine Studiengebühr gezahlt habe. Das sind immerhin 1500 Euro. Und das ist nicht so leicht zu kompensieren. Nein, also ich hatte das Geld auf jeden Fall zusammen, aber ich konnte auf jeden Fall nicht mehr sparen. Ja, es kommt demnächst auch sehr viel zum Zahlen, deswegen ist es gerade nicht so leicht zu sparen. Ich gucke dann immer, dass ich wenigstens die Team-Challenges mache, weil ich die ja online stelle. Und deswegen müssen die Wochen-Challenges zumindest diesen Monat auf jeden Fall schon bis zum Ende des Monats, ist ja eh bloß noch diese Woche passieren. Das heißt, meine Monats-Challenge kann ich leider auch noch nicht fertig machen. Okay, wir haben einmal 129 Euro. Ich habe tatsächlich nicht gesehen, dass ich hier ein Kärtchen drin habe. Da muss ich jetzt gucken, ob es tatsächlich 2 Euro zu viel sind. Was haben wir gesagt? 129. Wir haben hier jetzt 50, 90, 100, 10, 20, 25 und dann hier 129 tatsächlich. Und dann würde ich sagen, machen wir 130 und den einen Euro, einen verlorenen Euro mache ich hier rein. Dann sind es halt 130, ein bisschen aufgerundet. Ich glaube, ich wechsle aber den Fünfer noch. Tue ich in eine andere Challenge rein, dass ich den da verwenden kann. Ich muss bloß gucken, wo ich da einen Fünfer habe. Weil wenn ich wieder Kleingeld brauche, dann habe ich es wieder schnell bei Hand, weil ich gucke ja immer in den anderen Challenges. So, wechseln wir einmal. Ein Challenge-Binder, da wandert dann die nächste Team-Challenge rein, muss ich noch reintun. Dann machen wir jetzt die. Welche hatte ich denn jetzt als erstes? Ich glaube, dass ich da die Engel versus Teufel reinmache. Ist jetzt zwar keine Team-Challenge, sondern eine Partner-Challenge. Aber die kommt jetzt hier rein. Das ist ja die, die ich mit der lieben Miley's mache, mit der anderen von TikTok. Und es ist recht lustig, weil sie immer wahnsinnig viel zahlen muss. Und ich immer wahnsinnig Glück beim Würfeln habe und wenig zahlen muss. Hab gerade auch wieder gewürfelt und hatte einen 6er Würfel, also man muss erst den Würfel aufrubbeln, das geht von 6 bis 20er Würfel und Plus oder Minus, da kann es dann Plus maximal 6 sein und Minus maximal 6 und da hatte ich 6 plus, also 6 mit Pluswürfel, dann habe ich beim 6er Würfel schon plus 2 gewürfelt und mit dem Pluswürfel dann noch 1. Das heißt, ich habe dieses Mal 3 Euro gespart schon wieder. So, die Karte, die können wir dann dementsprechend auch wegtun. Muss ich euch leider wieder ein bisschen verruckeln, weil die ist genau hinter euch. Vielleicht bekomme ich so hin. Also die Karten bin ich jetzt froh, dass ich die geholt habe. Die beste Investition ever. So, dann gucken wir, wo wir was reinmachen. Ihr seht jetzt leider nicht, ich kann euch ja leider nur so hinstellen. Weiter geht nicht, weil sonst fällt das Handy um. So, wir tun auf jeden Fall bei Notfall wieder was rein, weil da musste ich jetzt was rausnehmen, weil ich unbedingt tanken musste. Da habe ich jetzt 100 Euro fürs Tanken rausgenommen. Und da werde ich gern wieder was reintun. Genau, minus 50, minus 50 tanken. Wie gesagt, das ist den Monat einfach ein bisschen enger reingegangen. Das heißt, wir haben gerade 50 Euro drin. Und heute kommen wieder am 24.09. Das war jetzt die Team-Challenge. Machen wir entweder oder. Entweder oder plus 50. Und dann haben wir hier wenigstens wieder 100 Euro drin. Hier kommen die 50 Euro rein. Dann, ich glaube, weiter hinten haben wir nicht mehr viel, nur noch essen gehen. Dann haben wir hier haben wir Gesundheit. Da könnten wir wieder einen Zehner reintun. Die neue Brille rückt näher und ich brauche sie unbedingt. Muss ich niesen? Muss ich nicht niesen? Ich weiß es nicht. Tut mir echt leid. Oder machen wir plus 10, dann haben wir hier tatsächlich schon 60 Euro drin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber so wäre es halt so, dass ich gar nicht drauf hinsparen würde und irgendwann alles zahlen müsste. Und das ist dann doch wieder ein Einschnitt. Und dann spare ich jetzt lieber davor. Davor habe ich halt immer, ja, habe es mir eigentlich zum Geburtstag oder irgendwie sowas schenken lassen, weil ich so nicht sparen wollte. Konnte.
bis jetzt. Und so ist es einfach schöner. Drauf hinsparen und dann kaufen, wenn man es hat. Das finde ich tatsächlich schöner. So, wir tun auf jeden Fall in Sparen was rein. Da haben wir jetzt gerade 120. Das heißt, ich würde gerne auf 150 raufgehen. Das heißt, 24.09. entweder oder plus 30. Haben wir dann 150 Euro entsparen. Freue ich mir. Ich würde das immer alles ein bisschen gleichmäßig aufteilen. Das befriedigt meinen inneren Monk. So, Housing. Dann tun wir da was rein. Nebenkosten könnten wir auf jeden Fall wieder einen Zehner machen. Wir könnten auch mal wieder was in ein Restaurant reintun. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Friseur. Da machen wir auf jeden Fall einen Zehner rein. 24.09. Entweder oder 20 Euro. Schon mal 2/12 gespart. Ja, ich zahle tatsächlich 120 Euro für meinen Friseur. Echt abartig. Natürlich bekommt auch Maya nochmal 10 Euro. Und da tue ich jetzt einen 10er raus und den 20er rein, dass ich die 2 Zehner noch extra verteilen kann. Jetzt haben wir nur noch 20 Euro. So, 24.09. 10 haben wir hier tatsächlich schon 60 Euro. Und es soll jetzt nicht für so tägliche Sachen sein. Doch, vielleicht mal, wenn es eng im Monat hier geht für Futter. Weil es ist auch nicht billig, kostet auch 60 Euro pro Packung. Und soll aber eher sein, falls mal tatsächlich eine OP anstehen sollte, dass wir schon ein bisschen was haben. Friseur haben wir übersehen. Nö. Ich glaube, dass ich im Urlaub jetzt noch 10 reinmache. Ist schon mal ein gutes Essen drin für 30 Euro. Zwar ohne Trinken, aber naja, es geht ja eh erst nächstes Jahr im Urlaub. Und dann, ja, machen wir ein Restaurant noch 10 rein. 20.19. Dann haben wir hier auch wieder was drin. Weil da haben wir ja letztes Mal 45 Euro gespart und dann hatten wir ja das Konzert. Ich finde das einfach jetzt so schön organisiert, dem Geld. Ich sag's euch. Und das war dann tatsächlich alles, was zu versparen war. Insgesamt 130 Euro habe ich jetzt verspart. Freue mich. Und freue mich auch schon, wenn die nächste Challenge wieder fertig ist. Aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern, bis die nächste fertig ist. Naja, ich bin ja geduldig. Wir sehen uns. Bis dann.
willkommen zu einem neuen Talk. Ich sehe aus. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Hallo gesagt habe. Aus dem Vlog wird ja wieder ein 2-Wochen-Vlog. Ja, liegt einfach daran, dass wieder so viele Adventskalender gekommen sind. Ihr wisst, mein Gedächtnis ist nicht so gut, deswegen kann ich euch gar nicht mehr sagen, was ich letztes Wochenende gemacht habe, beziehungsweise was ich letzte Woche überhaupt gemacht habe. Auf jeden Fall von Montag bis Freitag gearbeitet, aber was war am Samstag, Sonntag? Ich glaube, ich war auf jeden Fall viel bei meiner Oma, bei meinen Eltern. Am Freitag auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, Samstag hatte mein Mann Geburtstag, genau. Samstag hatte mein Mann Geburtstag, da haben wir dann tatsächlich, also meine Schwiegermama war zu Besuch und haben Kuchen gegessen und so weiter. Und sonst haben wir eigentlich nicht recht viel gemacht. Und Sonntag, glaube ich, haben wir eigentlich nichts gemacht, außer dass wir in der Früh Pilze suchen gegangen sind. Wir haben nichts gefunden, aber auf dem Rückweg dann am Weg einen riesen Steinpilz. Einen wirklich riesen Steinpilz. Da waren wir noch bei seinem Papa und haben Kaffee getrunken und dann den ganzen Tag zu Hause verbracht. Jetzt war es auch wieder so, von Montag bis Freitag arbeiten. Wir hatten am Donnerstag die Verabschiedung unserer Azubis aus dem Jahrgang 21, genau. War eine mega schöne Feier. Ich war aber Donnerstag wütend und traurig, sagen wir es wie es ist, weil ich angerufen wurde, dass meine OP abgesagt wird. Also ich brauche gar nicht kommen, weil sie Personalmangel haben und sie wollen mir einen neuen Termin anbieten. Und das war ja der Termin, der einzige Termin noch, bevor meine Klasse kommt. Und deswegen war ich auch so wütend, weil es gibt auch Leute, die arbeiten. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Und die haben mir vor Hause schon einen Termin gegeben, wo sie bloß einen halben Tag den OP besetzen, wo ich mir denke, warum dann nicht einen anderen Tag? Warum müssen mich die dann bei einem nicht notfallmäßigen Termin, wo sie schon wissen, dass der höchstwahrscheinlich abgesagt wird, am Freitag einteilen? Verstehe ich nicht. Bin ich wütend. Tatsächlich bin ich wütend. Ich meine, Personalmangel hin und her verstehe ich, aber wir, wenn mal den RTW nicht besetzen würden, dann kann es sein, dass uns die Woche genommen wird. Versteht ihr, was ich meine? Ja gut, auf jeden Fall haben sie mir dann einen Termin angeboten, entweder Anfang November oder jetzt eben am 8. Oktober. Und da habe ich dann mit meiner Kollegin geredet, weil ich gesagt habe, ja, eigentlich die nächsten 1,5 Monate wird nichts, weil dann meine Klasse da ist. Habe gesagt, es geht wenn dann freitags, weil da bin ich überwiegend aus dem Unterricht raus. Und hat sie geguckt und da habe ich eben dann rausgefunden, dass sie dann einen halben Tag besetzt sind. Das habe ich vorher gar nicht gewusst, weil sie dann angerufen hat und gesagt hat, ja, sie hat jetzt mit der Oberärztin geredet und das geht gar nicht, weil sie ja am Freitag bloß einen halben Tag haben. Dann habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich, woher der Wind weht, warum ich am Freitag diese OP nicht bekommen habe. Macht mich so wütend, ich sag's euch. Ja gut, auf jeden Fall hat meine Kollegin dann gesagt, wir machen das jetzt am 8., die 2 Wochen später, weil ich halt gerade wieder eigentlich jeden Morgen mit Schmerzen wach werde und mich echt auf die OP gefreut habe. Ist eigentlich krank, dass man sich auf eine OP freut. In der Hoffnung, dass es besser wird. Heute ist übrigens Weltendometriose-Tag. Super. Genau, und die haben wir jetzt organisiert. Also am Dienstag ist die OP, am Montag bin ich noch in der Klasse drin, aber auch bis vormittags. Dienstag ist dann die OP, Mittwoch hätte ich bloß nachmittags hätte ich meine Klasse gehabt. Das übernimmt jetzt mein Kollege für mich. Und den Mittwoch, da ist auch dieser Kollege drin am Nachmittag. Und am Vormittag hat ein anderer Kollege noch seinen Unterricht gewechselt, der bei mir Staatskunde macht. Hat einfach gesagt, der wäre eine Woche nachher, hätte er das Thema gemacht, dann macht er halt das eine Woche früher. Da bin ich sehr, sehr dankbar, wirklich sehr, sehr dankbar. Dann am Donnerstag bin ich in der Klasse drin, da werde ich heute dann überwiegend im Sitzen unterrichten, das hilft jetzt nicht. Aber ich war sehr verärgert. Sonst war es eine schöne Feier, die haben wirklich tolle Häppchen und alles super schön vorbereitet und alles super nett und auch meine 2 Arbeitskollegen haben mich getröstet, als ich dann geweint habe, weil das war natürlich in der Arbeit. Jetzt kommt nächste Woche meine Klasse, das erste Mal. Und ich bin gespannt, auf jeden Fall nervös. Ich bin echt, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Aber trotzdem ist natürlich ein bisschen Spannung dahinter, weil es meine erste Klasse ist und ich noch nie eine Notsang-Klasse unterrichtet habe. Ja, was war jetzt dieses Wochenende noch so? Samstag, gestern waren wir, also am Freitag war ich bei meiner Oma, weil mein... Nein, da war ich nicht bei meiner Oma. Gestern war ich bei meiner Oma. Wo war ich? War ich Freitag auch bei meiner Oma? Nein, da habe ich Alex mit nach Hause genommen und da haben wir uns noch einen schönen Abend gemacht. Kürbissuppe, da habe ich mitgenommen. Die war übrigens mega lecker. Ich gucke, dass ich euch das Rezept unten reinstelle. Mache ich nächstes auf jeden Fall nochmal. Also Freitag haben wir, glaube ich, nur zu Hause verbracht, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und gestern war mega schön. Da hat
Meine Schwester arbeitet ja in den KJF-Werkstätten und die haben den Tag der offenen Tür sozusagen gehabt, so eine Feier, und haben sie wirklich mega schön gestaltet. Wir hatten so viel Spaß, einmal Rollstuhlrennen, Popcorn hat es gegeben, meine Schwester war an der Kinderschminkstation, da habe jetzt ich nichts gemacht, aber die Kinder haben sich gefreut. Dann Gummistiefel weit werfen, im Turnraum waren wir, im Musikraum waren wir, dann Dosen werfen, die hatten wirklich mega leckeres Essen. Man musste leider ein bisschen anstehen, da wäre es nächstes Jahr gut, wenn sie zwei Wägen hinstellen würden, aber es war auch mega lecker, kann ich euch einblenden. Allgemein wirklich schön gestaltet, ein schöner Tag, war wirklich sehr schön gestern. Ja, und dann sind wir noch zur Action gefahren, neue Tischdecke, Parker und so weiter und den Adventskalender. Genau, und dann habe ich gestern, als ich nach Hause gekommen bin, noch den Brand News Adventskalender angeboxt, damit ich den heute gleich online bringen konnte. Und was haben wir heute gemacht? Eigentlich auch nicht viel. Wir sind aufgewacht. Natürlich bin ich wieder gefühlt um 5 Uhr wach geworden mit Schmerzen, wie jeden Tag zurzeit. Und dann sind wir erstmal spazieren gehen gegangen. Wir wollten eigentlich nicht aktiv Schwammerl suchen, also Pilze suchen bei uns. Aber ich habe dann tatsächlich einen wirklich, wirklich, wirklich schönen Steinpilz gefunden. Mein Mann hat dann noch einen Parasol gefunden und dann haben wir auf dem Rückweg noch ein paar andere gefunden. Maronal, Goldfußröhrling haben wir noch gefunden und ein paar Springerl. Rotfußröhrling, glaube ich, heißen die. Wir sagen Springerl dazu. Genau, und dann waren wir noch bei seinem Papa, haben noch einen Kaffee getrunken. Der guckt immer über die Pilze noch drüber, sicherheitshalber, ob alles passt. Aber ich wäre da mittlerweile auch schon besser. Am Anfang hatte ich echt Probleme, einen Gallenröhrling vom Steinpilz auseinander zu kennen, aber mittlerweile wird das tatsächlich. Und da haben wir, die haben wir dann heute, als wir nach Hause gekommen sind, geputzt haben, noch bei unserer Metzgerei. Die verkaufen Kartoffeln. Also die haben so eine Kiste, da sind Kartoffeln drin, 4 Euro, 4 Kilo Kartoffeln. Und da war eine letzte Packung Kartoffeln drin, die wir natürlich mitgenommen haben. Und jetzt gibt es Parasol paniert, also als Schnitzel. 3 Stück haben wir noch 2 von Alex, seinem Papa, bekommen. Und den Steinpilz angebraten in Olivenöl. Und dann noch Bratkartoffeln mit den anderen Pilzen dazwischen. Also ein sehr, sehr großes Pilzgericht. Genau, mein Mann hat noch Bier von der Tankstelle geholt und dann machen wir uns ein schönes Essen danach. Ja, genau. Das ist das, was diese Woche so passiert ist. Was passiert nächste Woche? Also nächste Woche habe ich, wie gesagt, ein bisschen Stress. Morgen noch Ruhe. Aber morgen muss ich auch vorbereiten für den Tag drauf dann, wo meine Klasse kommt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Da bin ich noch alleine. Wir haben dann, weil wir ja 2 Klassen sind, am Abend ein Get-Together mit beiden Klassen, dass sich die ein bisschen kennenlernen. Tun Pizza essen, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und Mittwoch haben wir dann auch schon was Schönes geplant. Und Donnerstag ist ja tatsächlich Feiertag und unsere Schüler sind dann am Freitag nicht da. Also die sind nächste Woche plus 2 Tage da. Und dann geht es aber so richtig los. Genau, das ist das, was nächste Woche passiert. Sonst ist tatsächlich nicht viel geplant nächste Woche. Aber was ich mit euch noch machen wollte, ich wollte euch einmal meine Bestellung zeigen. Das will ich auch schon sehr lange machen. Und dann noch schnell Spar-Challenges machen. Also, ich habe einmal bei Evelina bestellt. Da habe ich einmal die Team-Challenge bestellt. Die habt ihr schon gesehen, weil die habe ich online gebracht. Die liegt jetzt hinter euch, die... falls euch die interessiert, das ist eben die mit den Tieren. Dann guckt einfach bei den Shorts vorbei. Hier haben wir auf jeden Fall sehr viele Sticker einmal. Oh, der ist süß. Der ist wirklich süß. Und einmal der. Einmal eine Gummibärchenpackung. Und das ist übrigens die Seite von der lieben Evelina. Extra, warum drehe ich es um? Dann haben wir einen richtig schönen Anhänger. Auch den will ich in meinen Binder rein, in meinen Halloween-Binder mit dem Geist, der auf dem Besen reitet. Und eine schöne Klammer als Fledermaus. Genau, und da habe ich eben Halloween-Challenges bestellt. Happy Halloween, einmal ein Bär, dann einmal ein Spooky Night, so ein Gnom zum Rubbeln. Und dann habe ich noch die ganzen Kleinen bestellt. Und zwar einmal Halloween-Candy mit Lose und Abstreichen. Dann einmal Lose abstreichen, rubbeln, so eine Halloween-Challenge. Dann einmal nur eine Rubbel-Challenge mit einer Katze drauf. Und ja, hinten ist noch abstreichen. Einmal den Gnom, auch zum Rubbeln und zum Abstreichen. Und einmal Happy Halloween, den Geist, auch zum Rubbeln und zum Abstreichen. Genau, das habe ich bei der lieben Evelina geholt. War aber natürlich nicht alles. Ja, ich will ja meinen Halloween-Binder noch schön einrichten, aber ehrlich gesagt, ich habe schon genug drin, die passen gar nicht mehr rein, die muss ich jetzt bis nächstes Jahr aufheben, die Challenges. Aber dann habe ich auf jeden Fall genug zum Wechseln. So, dann habe ich bestellt bei der JS Art. Und zwar alles raus hier. So, hier habe ich einmal eine Bonuskarte von der Lieben. Muss man eben 5 Punkte sammeln und dann bekommt man 20%, also auf die 6. Bestellung. Einmal das Kärtchen von der Lieben.
Dann hat es mir ein Tee mit dazu gegeben, den Mesmer Zauber oder Zwiege Holunderblütenwald. Oh, Waldmeister. Der hört sich ja gut an. Da habe ich jetzt die Gummibärchen hingelegt. Ich habe doch gerade von der Evelina Gummibärchen hier. Tue ich da welche hin. Dann auf jeden Fall noch ein paar Herzchenbonbon. Und hier ist gleich der Punkt zu der Karte. Den klebe ich lieber gleich auf, weil ich kenne mich, ich verliere den bloß. Dann gab es einen Sticker dazu. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Sie hat tatsächlich auch so eine Fledermaus-Klammer. Auch mega süß. Naja, ich habe tatsächlich nur das bestellt. Willst du spielen entweder oder? Mögen deine Entscheidungen dich nicht deine Ängste widerspiegeln? Halloween Edition. Genau, da hat es eben auch so ein Entweder und Oder gegeben. Ich habe da jetzt das von der Budget-Budget und fand das so cool und deswegen habe ich mir die Halloween Edition geholt. Dann gab es eine Dankes-Challenge dazu. Einmal dieser wunderschöne Schoko-Smoothie-Frappé zum Rubbeln und zum Würfeln. Und es gab einmal eine 52-Wochen-Sport-Challenge. So eine habe ich tatsächlich auch noch nicht. Das finde ich ganz cool. So, das war relativ wenig von der lieben Javis. Dann haben wir bestellt beim Philipp Wiener. Weiß ich jetzt gar nicht. Ah ja, Trio-Design. Trio-Design habe ich bestellt. Jetzt, wenn ich es aufmache, ich bin gleich, hey, wer ist das? Kennen sie halt alle nur unter ihrem Künstlernamen, ne? Und zwar gab es da einmal Hospital. Ich glaube, das ist der Würfel, oder? Genau, da gab es so einen roten Zehnerwürfel, so einen blutroten. Habe ich eben auch für die Halloween Edition gekauft. Hier erstmal die Karte, bevor ich euch das zeige. Genau, und zwar das Hospital. Das fand ich so cool. Das ist eben so eine Geschichte mit mehreren Karten. Einmal die Vorderkarte. Dann hier einmal zum Rubbeln. Und da muss ich tatsächlich gucken, was das ist. Hier einmal. Und hier einmal. Also das ist so eine richtig schöne Geschichte und sowas mache ich total gerne. Hier einmal. Und hier einmal. Und hier noch. Und hier noch. Genau. Und dazu gab es dann auch einen Tracker dazu, einen beidseitigen. Mal gucken, ob der reicht. Ich weiß ja nicht, wie lange die Geschichte dauert. Fand ich aber mega cool. Und da gab es dann dazu, außer den Würfel, noch die Poolparty. So ein bisschen mit Disney-Schrift. Und die sieht eben so aus. Die kommt auf jeden Fall dann in den Urlaubsfinder. Das war von der Trio Design. Und dann als letztes habe ich noch von der Andomia Design bestellt. Da habe ich tatsächlich mehr bestellt. Auch die Team Challenge. Und zwar ist es die Monster Challenge. Aber die habe ich auch schon ausgepackt und angefangen, weil die hat auch am Anfang September angefangen. Die liegt auch hinter euch und deswegen kann ich euch die nicht zeigen. Ich habe jetzt über Temu auch wieder einen neuen Binder bestellt, weil mein anderer Team Binder, da passt nichts mehr rein. Ich muss ein bisschen aussondern sozusagen. Ja, genau. Hier haben wir auch Gummibärchen drin. Dann zweimal Lose. Einmal für Halloween, oder? Ja, Halloween und einmal für Emil. Dann gab es einen wunderschönen Stift dazu. Das ist einmal ihre Karte. Ja, und da ist hinten eben noch ein Sticker mit dran und eine Herzklammer. Und das sind dann die Challenges. Das habe ich umsonst dazu bekommen. Einmal die Bienen-Challenge. Muss ich tatsächlich gucken. Keine Ahnung, würfelt man da? Mir ist nicht sicher. Je Wabe 2 Euro, je Biene 5 Euro. Ah, okay, zum Abstreichen mit Tracker. Dann haben wir einmal die Thank You Challenge mit dieser süßen Giraffe. Und dann haben wir einmal Tanz der Geister. Das ist eine sehr schlichte Challenge, finde ich, aber ich fand sie einfach mega schön. Zum Rubbeln und Abstreichen. Dann, die fand ich so schön. Einmal diese Halloween-Karte. Happy Halloween Trick or Treat mit dem Fuchs drauf. So mega schön. Und der Geist hier ist zum Rubbeln, der hier oben ist. So cool. Und dann haben wir eben hier auch wieder drinnen Geister zum Rubbeln. Süßes oder saures Sparweg mit Losziehen und Würfeln. Spare pro Fledermaus. Spinnen zum Rubbeln. Hier auch nochmal was zum Rubbeln und zum Abstreichen. Also mega viel auf jeden Fall. Und hier auch nochmal zum Würfeln. Und ich denke unten abstreichen, oder? Nein, da ist nichts zum Abstreichen, nur Würfeln. Fand ich so mega schön. Und dann einmal zum öfters verwenden die Spider-Emil. Zieh ein Los und rubbeln. Laminiert, kann ich also wieder verwenden. Ich habe zwar keinen Spinnenstanzer, muss ich mir vielleicht auch zulegen. Genau, das ist das, was ich von der lieben Andomia bescheinigt bekommen habe. Und dann muss ich tatsächlich jetzt mal wieder sparen. Das Sparen, das ist leider die letzte Zeit zu kurz gekommen, dadurch, dass ich letzten Monat eben Studiengebühr zahlen musste. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache jetzt diese Woche die Monatschallenge und die Montagschallenge weiter. Ich wollte gucken, wie viele Montage ich noch habe. Wo bekomme ich jetzt den Kalender her? Ich gucke schnell, hier oben ist ein Kalender. Der ist halt auch von
Von Augen dazu mal. Das ist auch schon von länger her. Ja, okay, dann mache ich es dieses Mal so, dass ich einen Montag aufrubbel und dann gucke ich nächsten Montag, was ich noch aufholen muss. Hilft jetzt nicht, genau. Wir machen hier einmal einen Montag und haben gleich 9 Euro. Das passt. Das passt tatsächlich, weil hier noch 1 Euro drin ist. Dann nehme ich mir einen 1 Euro raus und tue eine 10er rein. Muss ich aber gucken, ich muss glaube ich erst wechseln. Ja, ich habe tatsächlich bloß 2,50er. Gucken wir mal bei den Team Challenges. Wunderbar. Ich habe gewusst, hier habe ich was drin. 20, 30, 40, 50. Kommt der 50er hier rein. Ich zähle nochmal 20, 30, 40, 50. Das passt. 10er brauchen wir. Der kommt hier rein. Und das kommt gleich wieder hier rein. Oh. Den habe ich leider hier ein bisschen zerstört. Hilft nicht. Ach, das geht unten ein bisschen an, deswegen. Na, das ist blöd. Das habe ich nicht gesehen. So, und dann kommt die Challenge, die mich dieses Mal ein bisschen viel kosten wird wahrscheinlich. Gucken wir mal. Orange brauchen wir. Und braun am besten. Nein, haben wir nicht. Ich nehme einfach schwarz. Wir haben ja gesagt, 2 pro Blüte, 5 pro diesem Mitteldingens. Ach ja, ihr seht ja nichts. Entschuldigung. Das ist ja eine Sonnenblume. Hier nehmen wir 2 pro Blüte hier. Und das Mittelteil habe ich ja gesagt 5 Euro, also haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das zähle ich jetzt zu der dazu, weil das ja keine ganze ist. Also die zähle ich jetzt nicht extra. 12, die zähle ich auch wieder als eine. 14, 16, 18, 20. Kann jeder einen 50er reintun. 22, 24, 26, 28. Okay, dann 2 mal 5 hier, haben wir 38. Gut, dann müssen wir aber die Blume noch aufrubbeln. Ich weiß nicht, ob wir das noch tun sollen dieses Mal. Ich glaube nicht. Das machen wir später. Hilft jetzt nicht. 38. Erstmal 38. Das heißt, wir müssen die Juni noch fertig machen. Da haben wir noch eine. Die müssen wir jetzt noch fertig machen. Ich hänge halt echt nach. Aber ich hänge jetzt nicht mehr so viel nach wie davor. Das muss man sagen. Genau. Und dann kommt auch schon wieder in die nächste Challenge. Und zwar Oktober. Spare 2 Euro pro Kürbis. Spare 4 Euro pro... Ach ja, da muss man spielen. Okay. Aber ich glaube, dass ich das auch so mache, dass ich das dann abstreiche. Also ich würfel, streiche dann ab und was schon gespart wurde, das muss ich dann nicht mehr. Jetzt pass auf, spare 2 Euro, spare 4 Euro pro Geist. Du wurdest festgehalten, spare 5 Euro bei der Hand da unten und du wurdest gefangen, zahle 10 Euro, um dich zu befreien. Okay, also da, wenn ich hin muss, muss ich immer 10 Euro zahlen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und dann kommt es hier rein. Und das war es dann tatsächlich diese Woche wieder mit Sparen, weil ich eben so viel aufholen musste. Ich könnte einen 10er wechseln. Ich glaube, ich tue hier einen 10er raus und den 10er da rein, weil mir das hier zu viel ist in der Tasche. Also 3, 5, 6, 7, also 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6 und 4. Die wollen dann hier rein. Und vor allem, wenn ich Kleingeld brauche, dann habe ich es gleich am Tisch hier. Dann mache ich das lieber hier rein. Ja, schön. Dann haben wir zumindest wieder ein bisschen gespart. Und ich bin wieder ein bisschen glücklicher, weil ich da wieder aufgeholt habe. Aber wie gesagt, war nicht anders möglich. Ja, ich würde dann das Video beenden, weil heute ist Sonntag. Morgen ist schon wieder ein neuer Tag. Nächste Woche kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Adventskalender. Diese Woche sind ein paar online gekommen. Schaut oben in der Infobox so weiter. Da werde ich die Playlist auf jeden Fall verlinken. Bin gespannt, was nächste Woche so kommt. Es geht noch einiges ab, ja. Aber es macht natürlich Spaß. Es ist stressig, ja. Aber es macht auch Spaß. Aber es ist auch jetzt dann schön, wieder in der Weihnachtszeit wieder ein bisschen Ruhe zu haben. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Es ist natürlich viel Stress, auch wenn es schöner Stress ist. Man ist auch wieder froh, wenn es vorbei ist. Aber ich packe ja gerne Adventskalender aus für euch. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn euch gefallen hat, sehr gerne dann noch umlassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon einen Adventskalender habt. Oder euch für einen entschieden habt. Gerne in die Kommentare damit, vielleicht auch durch mich. Würde mich sehr interessieren und freuen, wenn ihr mir das sagt. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren.
verpasst ihr auf jeden Fall kein Unboxing mehr und keinen Vlog und nichts. Ich habe auf jeden Fall die 2000 Abonnenten erreicht, das habt ihr ja gesehen. Ich bin so geschockt, so froh natürlich, dass das jetzt so schnell ging. Und es wird auf jeden Fall zum Ende des Jahres hin die letzte Verlosung, das wird ja immer eine große Verlosung und es wird auch meine 2000 Abonnenten Verlosung. Ich denke mal, meine zweite Kaffeemaschine verlost. Ich habe ja damals zwei von den Kaffeemaschinen geholt. Eine wurde ja schon verlost, die ist auch schon bei der Anwenderin und ich denke, dass ich jetzt die zweite verlose. Habt ihr da Bock drauf? Sagt es mir auf jeden Fall und dann schaut auf jeden Fall Weihnachten vorbei. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wünsche mir auf jeden Fall Glück mit meinen neuen Schülern und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. So, jetzt wurde wieder eine Too Good To Go-Tüte von Edeka. Und da gucken wir jetzt rein, was drin ist. Wir haben einmal Champignon Snacks, das Original Rahmen Camembert. Auch wie toll. Sind das so kleine Ecken? Mein Mann mag jetzt Gott sei Dank auch Camembert. Das heißt, er wird auf jeden Fall wegkommen. Das wird auch nicht lange dauern. Und dann haben wir auch mega einmal Galbani. Sogar Buffalo. Also Buffalo Mini. Das ist ja cool. Wann laufen die ab? 30.09.24. Das ist heute. Filmazzarella, auch nicht schlecht. Das läuft wahrscheinlich auch 30.09. ab, oder? Nein, das ist sogar am 1.10. Dann haben... Oh, wie toll! Och, Leute, ich liebe die Tüte jetzt schon. 100 Gramm einmal Lachsforelle. Die laufen ab 2.10. Also hat noch zwei Tage. Wird auf jeden Fall nicht so lange reichen. Die mag auf jeden Fall mein Mann. Eine reine Buttermilch von Edeka. Die läuft ab auch 1.10. Dann haben wir einmal Herzstücke Käsesalat. Oh, ich glaube, den werde ich mir gleich aufmachen. Mit Lauch, Markenqualität, der hört sich echt mega lecker an. Und der läuft ab 1.10.24. Also ist schon ein Salat, oder? Kein Aufstrich. Kann man bestimmt als Aufstrich auch verwenden. Dann haben wir einmal Topfen. Okay, da muss ich gucken, was ich damit mache. Ich habe noch nie Topfen verwendet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Läuft am 2.10. ab. Das ist jetzt das Einzige, was ich nicht so brauchen kann. Aber was ich wieder toll finde, ist einmal Knack und Bock Knoblauchecken. Hammer. Also, tut mir leid, aber die Tüte, die war ja mal der Hammer. Also, wie gesagt, nur das kann ich eigentlich nicht brauchen. Der Rest ist Hammer. Brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Mega. Ich freue mich. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, eigentlich schon zu einer neuen zweiten Woche, kann man das sagen? Ich habe jetzt eine Woche tatsächlich gar nichts gefilmt. Deswegen ist der letzte Vlog auch auf 3 Vlogs zusammengefasst und nicht auf 2. Ja, was ist passiert? Warum habe ich nicht gefilmt? Meine Klasse ist ja gekommen, das habt ihr ja noch, das habe ich noch aufgenommen, habt ihr ja noch mitbekommen. Passt soweit alles. Die zweite Woche war ich dann eher weniger in meiner Klasse. Ich war am Montag drin und Dienstag bin ich ja dann operiert worden. Mein Papa hat mich rausgefahren. Ich war mega nervös. Dann bin ich schon mal, da bin ich reingegangen, musste erst zur Anmeldung. Dann hatten wir da erstmal schon das Problem, weil meine OP ja eigentlich hätte am 27. stattfinden sollen. Und war dann eben am 7., glaube ich, 7. oder 8., bin mir nicht sicher, den Dienstag halt. Und der Auftrag war dann schon abgeschlossen im System, obwohl er ja noch nicht abgeschlossen war in der Wirklichkeit, weil die OP ja verschoben wurde. Und dann musste ich das nochmal neu anlegen und die hat mit gefühlt 10 Leuten telefonieren müssen, wer das jetzt macht, weil sie das nicht können und sie können das nicht. Das war sehr nervig.
Sie hat sich aber auch entschuldigt. Sie kann auf jeden Fall nichts dafür, also kein Ding. Bin nur froh, dass ich relativ früh rausgefahren bin ins Krankenhaus, weil ich hätte um 8.45 Uhr war der Termin. Und um 8 Uhr habe ich geguckt, dass ich in der Anmeldung sitze. War gut so. Dann bin ich in den ambulanten OP-Bereich gegangen. Und dort wurde erstmal mein Urin abgenommen. Also ich habe mein Urin abgegeben, weil die natürlich, bevor sie eine Laparoskopie machen, schauen müssen, ob ich schwanger bin. Weil wenn ich schwanger bin, dann würden die keine Laparoskopie machen. Der war dann natürlich negativ, der Test habe ich meinem Mann geschrieben. Gute Nachrichten, ich bin schon mal nicht schwanger. Und dann bin ich in den OP rein, also sie waren alle super nett. Das Einzige, was ich blöd fand, ist, dass ich vor dem Einleitraum dann noch 10 Minuten stand, weil keiner kam. Weil das hat mich so richtig nervös gemacht, die 10 Minuten. Aber die netten Herren und Damen, also ein Herr und eine Dame bei uns, haben es dann wieder wettgemacht, Zugang gelegt, Monitoring dran. Und ich hatte ja das Problem bei meinen ersten zwei Laparoskopien, dass mir immer schlecht war. Und deswegen haben sie dieses Mal was anderes ausprobiert. Sie haben es mit dem Perfuser gemacht. Also ich habe sowohl Schmerzmittel als auch das Propofol über einen Perfuser bekommen. Und habe dann eben Klebepunkte auf den Kopf bekommen zur Hirnströmmessung, dass der Anästhesist messen konnte, wann das Schmerzmittel zu viel wird, also mega cool. Und ich muss auch sagen, nachdem ich bin dann aufgewacht und die Schwester hatte gesagt, schlafen Sie noch ein bisschen, aber ich war dann echt wach und habe dann gleich einen Kaffee bekommen und Kekse. Ich war echt fit, also die Narkose, die war so gut. Ich habe mich eigentlich, also nach der Narkose, das war das, wo ich am meisten Angst vor hatte, weil mich das immer so aus dem Leben gebeamt hat, mehr oder weniger. Deswegen, ich war richtig begeistert und mir ging es dann auch noch gut, weil ich immer, weil ich eine Zeit lang noch recht dösig war. Deswegen, also da war ich, war einfach so, kann man das sagen, hau die Beine an, sagt man bei uns, hau die Beine an. Ein bisschen wie besoffen. Genau, und meine Schwiegermama hat mich dann abgeholt. Es wurde ein Endometrioseherd entfernt und es wurden Verwachsungen gelöst. Also es ist jetzt Gott sei Dank nichts Großes befallen, trotzdem, dass ich Schmerzen habe. Aber hat auch die Gynäkologin gesagt, Endometriose ist halt das Blöde. Es hat nichts mit der Größe des Herdes zu tun. Auch kleine Herde können wahnsinnige Schmerzen verursachen. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass die Herde, dass dieser Herd der Auslöser für die Schmerzen war. Und wenn nicht, dann müssen wir weiter gucken. Aber ich bin schon mal froh, dass gebärmuttermäßig und eileitermäßig und eierstockmäßig nichts befallen ist. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh. Also es war ein Peritoneum, also an der Bauchdecke dran. Deswegen, da bin ich sehr froh. Ja, gut. Bin dann zu meiner Schwiegermann gefahren, hab da noch einen Kaffee bekommen. Da hat mich dann mein Mann abgeholt. Ich habe dann versucht, noch mit Maya Gasse zu gehen, aber das war dann tatsächlich ein bisschen viel. Da habe ich dann ein bisschen Kreislauf bekommen. So echt zu viel. Ja, gut. Den Tag darauf hatte ich noch frei. Da bin ich viel rumgelegen. Was dieses Mal auch anders war, bis jetzt habe ich immer den Bauch richtig aufgeblasen bekommen bei der Laparoskopie. Das hatte ich dieses Mal überhaupt nicht. Also dieses Mal wurde mein Bauch nicht aufgeblasen oder die Luft wurde wieder gut abgelassen. Weil sonst hatte ich immer das Problem, dass mein Bauch total aufgebläht war und das hat mega in die Schultern gedrückt. Und das war auch sowas, wo ich Angst davor hatte. Also die ambulante OP, die war auf jeden Fall um Weiten besser wie die ersten zwei Laparoskopien, die ich hatte. Genau, deswegen habe ich mich auch so gut gefühlt, weil ich es schlimmer gewohnt bin. Am nächsten Tag, ich habe bloß ein bisschen Hausarbeit gemacht, aber mehr dann auch nicht. Und den Tag drauf bin ich dann wieder in die Schule. Problem war, wir haben Schule am Donnerstag eine Stunde länger, weil wir am Montag eine Stunde kürzer haben, weil da die Schüler anreisen. Da hatten wir also 9 Unterrichtsstunden und das war zu viel. Ich war alle 9 Unterrichtsstunden bei meinen Schülern drin und das war einfach zu viel. Ich war dann noch echt fertig. Ging gar nicht. Freitag war ich dann Gott sei Dank nicht im Unterricht. Also das ist dann auf jeden Fall gegangen. Dann Wochenende war ich samstags mit meiner Mama schminken und mit meinem Bruder. Da haben wir für eine Großübung, also für eine Mampfübung, Verbrennungen geschminkt. Das war auf jeden Fall auch mega cool. Wir sind dann auch noch bei Vico einkaufen gefahren. Habe ich euch ja auch gefilmt ein bisschen und da habe ich dann auch ein bisschen, also ich habe mir Kerzen, Streichhölzer gekauft. Eins davon hat auf jeden Fall meine Mama gekauft. Was habe ich noch? Tee, der war auf 2 Euro runtergesetzt. So ein Apfelminztee war es. Für 2 Euro, so eine Riesenpackung Tee.
konnte ich nicht Nein sagen. Und von meiner Mama habe ich einen Eulenteigschauer bekommen. Das ist auch mega schön mit Eulenausstecher. Gibt es dieses Jahr Eulenplätzchen. Ja, von der OP habe ich dann leider noch die Tage danach, also ungefähr 4-5 Tage lang, eine Blasenentzündung mitgezogen, weil ich ja einen Blasenkatheter während der OP bekommen habe. Vorher war ganz cool, weil die den Blasenkatheter geschoben haben, als ich schon geschlafen habe. Und er schon wieder draußen war, als ich dann wach wurde. Das heißt, ich habe da nichts mitbekommen, außer dass Pinkeln unangenehm war. Also es war schon mega gut. Aber wie gesagt, ich habe da leider noch ein bisschen eine Blasenentzündung mitgezogen, was natürlich auch mega unangenehm war. Und was auch mega unangenehm war, beziehungsweise noch ist, weil ich immer noch meine Tage habe. Wenn ich meine Tage bekomme, dann gefühlt 2-3 Wochen. Dass ich meinen Hormonring, den habe ich logischerweise zur OP rausgetan, weil ich nicht wusste, was die machen. Und der war zu lang draußen, habe ich meine Tage bekommen. Und dann diese scheiß Unterleibschmerzen zusammen mit den Wundschmerzen. Abartig, einfach nur abartig, ich sag's euch. Und ich hatte ja jetzt schon lange nicht mehr richtig meine Tage, weil ich immer die Hormone durchgenommen habe, immer bloß zu Grundschmerzen. Leute, ich könnte schreien vor Schmerzen. Ich bin froh, dass ich echt gucke, dass ich meine Periode nicht mehr bekomme, weil es ist einfach nur abartig. Hätte ich nicht gedacht, dass das mittlerweile so schlimm ist. Gott sei Dank nehme ich die Hormone. Also ich nehme die Hormone auch nicht gern, aber das will ich mir nicht jeden Monat antun. Echt nicht. Also ich hatte jetzt seit bestimmt 4-5 Jahren meine Periode nicht mehr richtig. Mal so Zwischenblutungen. Die haben auf jeden Fall auch wehgetan. Aber Periode, Alter. Richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Ja gut, deswegen ging es mir dann die letzten 2 Wochen vor Hause ein bisschen schlecht. Und ja, mein Immunsystem war anscheinend geschwächt und jetzt habe ich mir noch eine Erkältung zugezogen. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Schleim. Alles. Ich habe bei allem hier geschrien. Allem, was ging. Ja, genau. Das ist das, was die letzten 2 Wochen, wo ich jetzt nicht gefilmt habe, so passiert ist. Und das werde ich jetzt online bringen, das Video. Und mache dann ab dieser Woche wieder, also ich versuche normal weiterzumachen mit den Vlogs. Je nachdem, wie es mit den Adventskalendern ausgeht, trotzdem auf 2 Wochen Vlogs ausgemünzt. Wenn nicht, dann jetzt 1 Wochen Vlog. Aber da will ich jetzt wieder ein bisschen fleißiger sein. In Vlogs, regelmäßiger. Ah ja, Sonntag habe ich vergessen. Sonntag waren wir noch. Waren wir da Pilze suchen? Nein, wir waren nicht Pilze suchen. Nein, waren wir nicht, weil ich fertig war. Wir waren nicht Pilze suchen. Wir waren bei Alex und Papa und haben Rippchen gegessen. Mega lecker, hätte ich mich reinlegen können. War echt gut. Und der hat auch so gute Kartoffeln gemacht. Die waren echt gut. Eine richtig schöne Kruste außen und innen schön weich. Genau, und aber Sonntag haben wir sonst eigentlich nichts mehr gemacht, glaube ich. Jo, genau. Das war so was jetzt die letzte Zeit passiert ist. Es ist mehr ein Redevlog und mehr zusammengewürfelt, weil ich halt nicht viel gefilmt habe. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und gerade ist ja trotzdem viel los auf meinem Kanal mit den Adventskalendern. Ja, dann würde ich das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie euch der Vlog gefallen hat, trotz meiner langen Auszeit. Natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Unten auf den Abonnieren-Button und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.